Jo Freunde, herzlich willkommen zu Part Nummer 10 von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir befinden uns noch hier in der netten Stadt Städtchen Burg Rattay mit der Nachtigall. Wir haben ja gerade Wachdienst, wie man sieht. Wir spielen gerade einfach in unserer Pause ein bisschen Würfel, ne, mit der guten Nachtigall. Wir haben letztes Mal genau hier aufgehört. Wir machen jetzt hier auch direkt weiter. So, ich habe mich mal ein bisschen belesen in die Sache, dieses Würfelspiel. Es geht darum, Punkte beiseite zu legen und den Zug zu beenden. Wer als erstes 2000 schafft, hat diese Runde gewonnen. So, eine 1 ist 100 wert. Aber man kann auch nur Einsen und Fünfen, soweit ich weiß, weglegen. Also packen erstmal die 1 weg. Fangen wir mal direkt mal an. So, sehr schön. Haben wir noch eine 1. Ja, wir probieren mal nochmal. Eine 1 kommt schon noch. Sehr schön. So, eine 1. Und dann punkten wir und passen und haben 300 Punkte. Schauen wir mal, was die Nachtigall macht. Mal sehen. Komm schon, keine 1 mehr jetzt hier. Das war's. Das war's. Ich hätte es einfach lassen sollen. Wisst ihr? So, was haben wir denn diesmal? Wollen wir mal die 5 probieren? Probieren's mal mit 5, komm. Vielleicht haben wir Glück. Oh, das sieht doch gut aus, Freunde. So, ich würde auch sagen, wir kassieren da die Punkte. Ja, mal 500. Stück für Stück. Ich möchte gewinnen. Endlich mal was gewinnen hier. Ich will bei dem hässlichen Hans-Duell. Okay, okay, okay. Du bist. Hat gut gepunktet. So, schauen wir mal. Das ist auch echt kacke, also. Müssen wir ja die 1 nehmen. Zwei Fünfen. Ein Bier für mich. Genau, 200 aktuell. Ja, sehr schön. Noch zwei Einsen. Das lohnt sich doch, würde ich auch sagen. Passen wir direkt, weil das Risiko ist zu hoch, dass wir nicht mehr punkten. Haben wir 900. So, nehmen wir wieder die Einsen. Bring mir was zu essen, das schnell geht. Komm, wir zocken noch. Eine Eins noch, komm schon. Ah. Müssen wir passen. Der macht die Runde jetzt, oder? Du bist. Ach, scheiße. Naja, gut. Passiert. Und schon ist die Nacht angebrochen. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Rattay machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst, die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Okay. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Rattay zu gehen. Hier, nimm die. Okay. So, Fackel. Das war ja 1 gedrückt halten. Da ist er auch schon. Läute die Glocke. Da, zufrieden. Mann, die trinken hier immer noch. Ey, wie lang saßen wir denn hier, Mensch? Das ist ja krass. Na gut, dann machen wir mal unseren Job und läuten die Glocke dreimal. Gehen dann zur Schenke am Marktplatz und sorgen dafür, dass das da zappenduster ist, Freunde. Schluss mit lustig, hier wird nicht mehr gesoffen. Ich
spät ist es hier überhaupt in-game? Nee, okay, können wir nicht rausfinden gerade. Schade. Würde mich mal interessieren. Ja, dann haben wir unseren Wachdienst. Schon wieder? Wievielte ist das? Relativ erfolgreich abgeschlossen, hoffe ich. Mal kurz als Tipp, es gibt bei dieser Quest hier einen Bug, also ein Freund von mir hat mir davon erzählt, dass nach dem Würfelspiel es einfach nicht mehr weitergeht, dass die Nachtigall einfach sitzen bleibt. Einfach, also laut Internet, einfach die Quest nochmal neu starten, wenn es immer noch nicht geht, nochmal neu starten und dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Das nur mal als kleinen Tipp meiner Seite aus. Benutzen. Ding. Ding. Okay, mach die Hinterschenkel beim Marktplatz dicht. Machen wir. Ich hoffe, es gibt da keine Probleme. Das ist doch jetzt die hier, oder? Auf der Map? Ja, das ist sie. Also es herrscht Fackelpflicht nachts. Auch gut zu wissen. Ja, wie man sieht, die Wachen hier tragen auch alle ganz ordentlich ihre Fackeln. Finde ich cool. So sieht man ein bisschen was. Denn manche Häuser haben ja hier so eine Fackeln draußen noch, ne? Aber ist natürlich eine geile Atmosphäre auch irgendwie hier nachts mit einer Fackel rumzulaufen. Oh, was ist jetzt los? Wir sind anscheinend angekommen. Ja, machen wir das mal dicht. Hoffe ich. Sonst müssen wir uns einen Knüppel rausholen und ein bisschen ernster hier mit den Leuten reden. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Der Hans. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Wow. Ich hasse den Typen, ne? Jetzt muss ich schon wieder gegen den kämpfen. Das ist doch nicht wahr. Och. Na gut. Vielleicht schaffe ich ihn ja diesmal. Er ist ja anscheinend ein bisschen betrunken. Aber, Alter, ey, das gibt's doch gar nicht. Schon mir keine Aus... Oh, habe ich gewonnen. Ich hoffe es. Ich will gegen ihn nicht nochmal verlieren. Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein?
Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend, was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Capon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Nein. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Capon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Boah, nee, ey. Oh Mann, das kann ja was werden. Da müssen wir uns ja wieder schön anhören. Du kannst nicht jagen, kannst keinen feinen Bogen beherrschen, kannst das nicht, kannst dies nicht. Ja, so eine Scheiße aber auch. Quest abgeschlossen. Wachdienst. Juhu. Morgen gehen wir mit Hans jagen. Wir gehen wirklich mit Hans jagen. Als sein Knappe auch noch. Boy, oh Mann. Na geil. Ah, okay. Gucken wir mal, was wir jetzt hier noch alles haben. Also ja, okay, wir müssen mit dem Jagen gehen bei Sonnenaufgang. Haben wir noch irgendeine Nebenquest, die wir machen können? Theresa, besuche Theresa, die Müllerin am Vormittag. Ja, okay, das hat sich ja erledigt. Mächtiger als das Schwert. Was war das nochmal? Achso, genau, Schreiber. Müssen lesen lernen. Ja, das können wir auch nicht machen. Das könnten wir wahrscheinlich auch noch nicht machen. Das heißt für uns, wir gehen jetzt schlafen. Und zwar hier unten. Gucken, ob wir schnell reisen können. Ja. Okay, die Nacht hat gerade begonnen. Ne? 22 Uhr. Ungefähr. Okay, dann schlafen wir jetzt, bis die Sonne aufgeht und dann ziehen wir dieses Jagen durch mit dem hässlichen Hans. Ich hasse den Typ. Okay. So, es geht ab, Onkel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht können wir ja sogar nochmal mit Theresa reden davor. Oh. Die ist ja noch wach. Gucken wir mal. Fragen über Scarlett. Wie geht's dir so? Na, wie geht's dir so? Ich denke immerzu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Jetzt ist es mir leider zu spät. Okay. Hol mich untertags ab. Dann gehe ich gerne ein wenig mit dir spazieren. Wie die verehrte Frau wünscht. Oh. Du Schelm. Schelm. Okay, also gehen wir mit ihr auf jeden Fall wann anders mal spazieren. Kann man hier noch was fragen? Hast du einen Augenblick? Ich habe ein paar Fragen über Scarlett. Ich kann mich kaum erinnern. Na gut, was willst du wissen? Ach, Jemini. Wie hast du mich hergebracht? Gut, mit der Kutsche, das wissen wir ja noch. Was ist mit den Banditen? Das können wir fragen. Allein wegen dem Schwert. Sie etwas antun. Was passiert denn mit Herrn Ratzigs Schwert? Okay, wir fangen mal an. Was ist mit den Banditen? Herr Robert und seine Männer verjagten sie. Sie töteten ein paar. Aber der Hühne, der dich fast umgebracht hätte, floh. Und Bischek auch.
In Scarlet wird es lange nicht sicher sein. Okay, wie konnte Bishek nur so etwas tun? Warum nur hat Bishek das getan? Ich hatte nie viel für ihn übrig, aber das... Er war schon immer ein Dreckskerl. Kein Wunder, dass er sich denen anschloss. Wenn du wüsstest, was er mir angetan hat. Sag es mir. Als die Kumanen, wie man sie nennt, als sie kamen, stieß Bishek mich nach draußen und floh. Er opferte mich, um seine eigene Haut zu retten. Dieser Bastard. Bastard. Wie der gute Manolo sagen würde. Grüße gehen raus. So, was passierte mit Herrn Ratzis Schwert? Wo ist das Schwert? Du hattest ein Schwert? Das ist wohl weg. Dieses Gesindel nahm alles, auch dein Pferd. Das Pferd kümmert mich ein Dreck. Es war sowieso gestohlen. Aber ich versprach Vater, das Schwert zu Herrn Ratzig zu bringen. Ich muss es zurückholen. Das kannst du nicht. Sei einfach dankbar, dass du noch lebst. Gut, welches Pferd? Wir hatten ja kein Pferd gehabt. Aber hätten wir eins gehabt, hätten wir es anscheinend doch stehlen müssen. Wäre das auch geklärt. So. Was passierte mit den anderen Scarletsern? Was ist mit den anderen Überlebenden aus Scarlets? Sie flohen nach Ratai. Und nicht alle Rataier sind sonderlich erfreut darüber. Und Matthäus, Fritz und Matthias? Johanka? Sind sie am Leben? Sie leben. Matthias soll beim Gestüt in Meerhojet sein. Johanka ist in Sasau. Und Fritz und Matthäus. Nun, du kennst sie ja. Sie stromern irgendwo umher und treiben bestimmt Unfug. Ach cool, die haben überlebt. Dann müssen wir die auf jeden Fall nochmal suchen oder mal die Augen offen halten. Vielleicht sind die ja sogar hier. Wer weiß. Was ist mit Herrn Ratzig? Herr Hanusch, der Herr von Ratai, gab ihm seine untere Burg. Sie heißt Pirkstein. Er selbst lebt in der oberen Burg. Die Scarletser haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Okay. Wie bist du diesen Kumanen gekommen? Jetzt wird's interessant. Na, wir haben ja, wenn ihr euch erinnert, erst versucht, gegen die zu kämpfen. Haben mächtig verkackt, klar. Und dann bin ich aber mit dem Pferd halt daran, ne, und hab die so ein bisschen weggelockt. Mal gucken, vielleicht kann sie uns ja mehr dazu erzählen. Wie bist du diesen Kumanen entkommen? Du irrst dich. Wärst du nicht gewesen? Sie kamen zur Mühle und schlachteten alle ab. Und hoben mich als Letzte auf. Nachdem du sie abgelenkt hattest, floh ich zu meinem Bruder in die Minen. Er war schon tot. Aber dir schulde ich mein Leben. Und ich schulde dir meines. Also sind wir quitt. Ja. Siehste, hat sich doch gelohnt, da nochmal hinzugehen. So, wie hast du mich hergebracht? Können wir trotzdem mal fragen. Wie hast du mich von Scarlets hergebracht? Herr Robert und seine Männer luden dich auf einen Karren. Und wir spannten eine alte Mähre davor, die Halunken zurückgelassen hatten. Die Männer eskortierten uns bis hierher. Gott segne sie. Okay, genug über Scarlets. Ich will dich nicht weiter belästigen. Genug der Fragen. Schön. So, spazieren machen wir was anderes. Ich habe dir etwas mitgebracht. Ich habe dir etwas mitgebracht. Was soll das werden, Heinrich? Willst du mich etwa betrunken machen, damit ich gefügig bin? Was habe ich dir denn mitgebracht? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, Freunde. Wir müssen jetzt schlafen. Und morgen, yay, gehen wir jagen mit Hans. Schlafen. So, wenn die Sonne aufgeht, sollen wir uns mit ihm treffen. Heißt, ungefähr hier 6 Stunden schlafen wir. Oder machen wir mal 5 Stunden lieber. Ja, machen wir mal 5 Stunden. Ah, und dann geht's los. Da bin ich ja echt gespannt. Vielleicht sind wir auch besser als er. Wann waren wir schon besser als er? Außer jetzt, gestern Nacht halt, heute Nacht, da er ein bisschen betrunken war. Und dann kam ja Gott sei Dank der Hanusch und hat das geklärt. Fand ich auch cool, wie er ihn auch so ein bisschen hart behandelt hat. Ja, dass er auch nicht alles machen darf und so, fand ich gut. Und trotzdem haben wir jetzt die Arschkarte. So. Aufstehen. Können wir was essen? Ja, aber wir haben noch keinen Hunger, heben wir uns das lieber mal auf. So, wir haben auch wieder volle Leben, sind wieder topfit. Und die Sonne sollte jeden Moment aufgehen. Jawohl. So. Wollen wir noch mit ihm ein bisschen reden hier eigentlich?
Hat er noch was zu sagen? Gott schütze dich. Oh, eieiei. Okay, gut, das hatten wir ja schon hier. Ich möchte noch einen Diebstahl probieren. Nein, das lassen wir mal. Wieso bist du in schmutzige Geschäfte verstrickt? Das ist eine geile Frage, Alter. Das will ich echt mal wissen. Du hast ein ehrliches Handwerk. Wieso drehst du krumme Dinger? Schlechte Zeiten. Die Ernte ist ausgefallen und es gab nichts zu mahlen. Hab ein Maul zu stopfen. Also was hätte ich tun sollen? Und das, während sich die hohen Herren in der Burg und die Kuttenträger im Kloster die Bäuche vollstopfen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Also hast du sie selbst in die Hand genommen, nicht wahr? Und nun nimmst du dir, was du willst? Zieh die Rübe aus deinem Arsch und mach die Augen auf, Heinrich. Kriege kommen und gehen, doch alles bleibt beim Alten. Die Armen krepieren und die Blaublüter fahren alles ein. Wir müssen sehen, wo wir bleiben. Also, was schert uns die beschissene Moral? Okay, interessant. Also, er macht das auch nur, um Theresa Essen bieten zu können, Schlafplatz bieten zu können. Erzähl mir von dir. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Okay. Hast du Arbeit für mich? Ja, okay. Du hast nicht zufällig Arbeit für mich. Kann man fragen. Oh doch. Und Überraschung. Es ist wieder ein Ring im Spiel. Wie letztes Mal? Dieser Ring ist allerfeinste Handwerkskunst. Und wer wäre wohl besser geeignet als der Ringexperte höchst selbst? So ein reicher Pfau hat seinen Ring vergessen, wie er das letzte Mal im Badehaus zum Rumhuren war. War wohl zu blau, um es zu bemerken. Und jetzt will er ihn zurück. Aber die vom Bad wollen nichts davon wissen. Warum geht er nicht zum Vogt? Warum? Weil er nicht will, dass irgendwer von seinen Ausflügen weiß. Und die Zubermägde haben Schiss, ihn zu verhökern, falls der Vogt doch irgendwann danach sucht. Also lösen wir das auf unsere Weise. Was sagst du? Warum habe ich gefragt? Warum habe ich schon wieder gefragt? Ah, ich sollte das nicht tun. Aber wir haben es ja schon mal probiert, ne? Und da hab ich halt mächtig verkackt, indem der blöde Henker uns verarscht hat. Ohne Scheiß, ich würd's gern nochmal probieren. Wer weiß, was für uns dabei rumkommt? Ich möchte nämlich ein Pferd haben oder irgendwas Krasses mir mal kaufen können. Und vielleicht geht's aktuell nur mit illegalen Geschäften, beziehungsweise Schurkengeschäften. Deshalb, du kannst auf mich zählen. Wir probieren's nochmal. So gut wie erledigt. Wenn für mich was dabei rausspringt. Keine Bange, du kriegst deinen Anteil. Der Ring ist in der Truhe, in der Kammer von der Besitzerin des Badehauses. Bring ihn mir, sobald du ihn hast. Okay, also davor werden wir auf jeden Fall speichern. Oder perfekt, hat's automatisch gespeichert. Ah, gut. Machen wir auf jeden Fall. Wir probieren das einfach nochmal. So. Wie lange dauert's denn noch? Gleich geht die Sonne auf. So, wir könnten jetzt entweder noch eine Stunde warten. Wir machen das auch lieber mal, oder? So, beginnen. Ja, wir warten noch eine Stunde, dann müsste die Sonne aufgegangen sein. Und dann geht's auf mit Hans zur Jagd. So, wo muss ich mich denn überhaupt mit dem Dödel treffen? Hier. Na gut. Dann gehen wir mal da hoch. Beziehungsweise können wir auch mal schnell reisen, dann wird der eh noch ein bisschen Zeit vergehen, nehme ich an. Ich hoffe, wir kommen da nicht zu spät. Ja. Also die Sonne ist jetzt definitiv schon aufgegangen. Aber es ist noch sehr früh, es ist 6. Mal gucken, ob der schon da ist. Das wäre es ja jetzt, wenn wir hinkommen. Ey, wird zu spät. Schauen wir mal. Wir haben auch gar keinen Bogen, wir brauchen auch wieder einen Bogen von dem Typ dann, ne? So, steht da schon hier, der Hans? Da ist er. Na gut. Wollen wir mal. Mr. Hans. Jagen gehen. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul.
Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Ernsthaft? Kann ich mir eins leihen? Aber Herr, vielleicht kann ich mir eins leihen. Oh, gewiss. Wieso nimmst du nicht meines? Oder du läufst nebenher, wie es sich für einen Bauern geziemt. Alter, das ist ein Ernst. Jetzt darf ich nicht mal mit dem Pferd reiten. Ah, du bist ein ganz schlauer. Hängt er hier fest. Weiß anscheinend nicht mal, wie man reiten kann, der Typ. Ich kann echt kein Pferd nehmen, ne? So, musst du den jetzt hier nochmal irgendwie anquatschen oder so? Hey! Absteigen. Ich hoffe, der hängt jetzt da nicht fest und die Quest startet nicht. Ach, Hans. Kann ich den da irgendwie raushelfen? Absteigen. Kann ich nochmal mit dem reden oder so? Ja, super. Dann können wir mal ein bisschen rauslaufen. Vielleicht hilft das ja. Sonst müssen wir nochmal warten. Aber wir können wahrscheinlich nicht warten. Doch, wir können tatsächlich warten. Ist der blöde. Ah, jetzt kommt er. Müssen wir hier. Also, es ist echt mies. Ich hasse den Typ immer mehr, wirklich. Also haben wir irgendwann mal die Gelegenheit bekommen, uns an dem irgendwie zu rächen. Freunde, wir machen das. Wir machen das sowas von. Ich habe ja nicht mal einen Bogen, oder? Wie soll ich denn jagen gehen? Ein Knüppel oder was? Mal gucken. Ist der hässlich, der Typ, ey. Ich bin aber lieber bei den Hunden hier hinten, als neben dem Typ. Die Hunde sind mir deutlich lieber als der da. Ach ja. Bin ich mal gespannt. Hör zu, Schmied. Wegen der Sache in der Schenke. Ja. Hadusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Vornehmen. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur, als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr... Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Recht zu Hauptmann Bernhard und wurde es dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt? Ich wollte niemanden drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Hm. Naja. Hat sich versucht zu entschuldigen, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Was gehen wir eigentlich jagen? Gehen wir Hasen jagen? Wölfe? Oder? Ich brauche Infos. Hans, gib mir Infos. Und einen Bogen hätte ich auch gern. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser auch? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Einen Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen, ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben. Ja, ja. Der kleine Angeber, Hans. Er ist natürlich auch ganz anders aufgewachsen als wir. Klar, dass er jagen kann. Also denke ich erstmal. Das wäre es, als wenn er nicht jagen kann. Lachen wir den auf jeden Fall hart aus. Ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen.
Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Okay, wie weit müssen wir denn weg? Okay. Gut, ich hab nichts gesagt. Eieiei. Wo gehen wir denn jagen? Ist denn hier über die halbe Map? Thalmberger Wälder. Mhm. Anscheinend Nähe Thalmberg. Aber Gott sei Dank ein Schnellreiseort entdeckt. So. Folgen wir dem mal wieder hier. Hier schlagen wir das Lager auf. Okay. Schöner Sound hier im Wald. Okay, scheint öfter hier gewesen zu sein, ne? So ein schönes Lager. Schlafplatz, was zu essen. Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche. Ist das jetzt dein Ernst, Mann? Wein und Speck aus der Satteltasche. Wie jetzt? Hab ich doch, oder nicht? Muss ich ihm die jetzt geben einfach, oder? Bleibst du mit dem Bein? Ja, ist doch gut. Reden, oder? Schon dabei, Herr. Na, endlich! Übergeben. Ich gebe ihm lieber alles, nicht dass er meckert. Weil es eigentlich nur 1-1, ne? Achso, ne, okay, er hat den auch nur 1 gegeben. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratai rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Okay, was ist mit deinen Eltern? Also wir haben jetzt anscheinend ein bisschen Zeit, mit dem Typ zu reden, obwohl ich den absolut nicht mag, aber wir machen das mal. Wie kommt es, dass Hanusch sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanusch sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkindbübchen. Hanusch verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Okay, Bübchen. Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Ständig am Blöken. Was werden wir jagen? Gute Frage. Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn ja. Du dich sehen könntest... Voll ins Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlets.
Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. 100? Ich habe echt keinen Bock, mit dem darüber zu reden. So, der ist doch... Der würde das eh wieder ganz falsch aufnehmen. Wenn ich sagen würde, was da abgegangen wäre, würde er 100% sagen, ah, ich hätte mich denen gestellt, ich hätte die alle im Alleingang getötet. Deswegen, nein. Ich will wirklich nicht darüber reden. Um mein Wild zu apportieren, hätte ein Hund auch gereicht. Meine Eskorte ist verpflichtet, mich zu unterhalten. Also rede. Wie du wünschst, mein Herr. Dass ich entkam, war ein Wunder. Es gab nichts, was ich tun konnte. Der wird auf beides einen dummen Kommentar ablassen. Aber es gab auch nichts, was ich tun konnte. Was hätte ich denn tun können? Ich habe ja was getan, also... Es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen, Herr. Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet. Konntet ihr denn gar nichts tun? Ich meine, errichtete Rat sich denn keine Verteidigung? Sie haben uns kalt erwischt. Es blieb keine Zeit für irgendetwas. Ich wollte sie retten, aber es war zu spät. In Ordnung. Ich habe bloß gefragt. Na gut. Ich bin kein Feigling. Ich bin kein Hasenfuß, falls du das damit sagen willst, Herr. Das habe ich nicht gesagt. Und ich würde mich auch von einem Adligen nicht so nennen lassen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Okay. Also, wir bleiben jetzt tatsächlich hier erstmal über Nacht und jagen morgen. Ich würde sagen, wir können uns ja trotzdem mal die Umgebung angucken, falls es überhaupt was gibt. Ich meine, wir sind ja... Na gut, wir sind mitten in der Wildnis. Was war denn hier oben nochmal? Boah, der Schreiber ist ja auch ganz schön weit weg, ne? Wenn ich jetzt so mal sehe hier. Und wir hier unten normalerweise sind in Rattay. Alter Schwede, okay. Gut, wir können jetzt hier, glaube ich, sowieso nichts machen. Das heißt, wir warten jetzt tatsächlich bis zum Morgengrauen. Oh, was haben wir hier drin? Ja, das wäre stehlen. Das machen wir natürlich nicht. Das würde der ja sofort merken hier. Können wir mit den Hunden noch irgendwie was machen? Nee, wa? Okay, dann setzen wir uns mal hin und warten. So. Warum jetzt nur bis hier? Er hat doch gesagt, bis zum Morgengrauen, oder? Oder passiert jetzt hier noch irgendwas? Wir können ja mal kurz eine Stunde mal warten. Ich weiß halt nicht, was dieser Kreis mal bedeutet. Ich glaube, es bedeutet eigentlich nur Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Ich dachte mal, das war irgendwie ein Ereignis oder so, aber es ist wahrscheinlich nur die Sonne. Kommt er hin, so 21 Uhr. Genau. So, warten bis zum Morgengrauen, ja. Aha, guck mal, wie der schläft da hinten. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich mega dreist sein und den halt bestehlen oder so. Umhauen, reden. Naja. Können wir mit denen reden? Können wir ihn irgendwie aufwecken? Herr? Aufwachen! Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel! Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht! Haha, okay. Naja, konnten wir den wenigstens ein bisschen nerven, Freunde. Na, jetzt haut er sich hier hin. Ja, okay, gut. Schlafen wir halt bis Sonnenaufgang. Fand ich trotzdem witzig. So, beginnen. Gönne ich ihm nicht. Ruhigen Schlaf für Hans? Nö. Jetzt genug Zeit zum Schlafen, da soll man nicht so rummeckern. So. Na dann. Los geht's. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Bogen, ne? Und da müssen wir jetzt echt nur zugucken. Das Spiel gespeichert. So, jetzt können wir ihn aber wecken, oder? Erstmal was essen. Nämlich wieder Hunger.
Nom, 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 nom. Los, aufstehen, du Pisser. Herr, aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Immer noch nicht. Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Okay, also doch noch nicht. Da müssen wir echt noch warten, bis die Sonne richtig aufgegangen ist. Sprich, wir warten jetzt noch mal eine Stunde. Herrlich. Ich mag es, den zu nerven. So. Nu aber. Versuch Nummer 3. Herr, aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh auf. Früh bedeutet. Mal übersprungen, aber. Es ist doch jetzt hell. Wann möchte der denn losgehen? Steht hier irgendwas genaueres? Bis zum Morgengrauen? Ja, wir haben doch jetzt morgen. Kein Frühaufsteher, der Herr. Steht denn hier irgendwie eine Uhrzeit oder irgendwas genaueres? Nö. Ja gut, dann müssen wir ja nochmal warten. Müssen wir ja auch noch warten auf den feinen Herr. Wie viel Uhr möchte der denn los? Um 8? Warten wir halt jetzt mal bis 8. Wenn er dann immer noch nicht aufsteht, dann weiß ich es auch nicht. Oh, er ist wach. Oh, es geht los. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Gewiss, Herr. Selbstverständlich, Herr Hans. Bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Ach, der Typ. Der Typ. Na, wenigstens dürfen wir an die Kiste ran. Habe ich jetzt verstanden, oder? Weil der steht immer noch stehen. Oder gibt es da irgendwie noch ein anderes Lager? Machen wir kurz. Aufgabe abgeschlossen. Misst sich mit Herrn Hans in der Hasenjagd. Ja, stehlen, aber wir müssen den noch nehmen. Ist doch dann kein Stehlen, oder? So, 30 Pfeile und verbesserten Jagdpfeil. Nimm wir mit. Dörrfleisch. Nimm wir mit. So, zählt das jetzt auch als gestohlene Ware eigentlich? Nö. Sehr gut, okay. So, der Bogen. Haben wir die Pfeile? Jagdpfeile ausrüsten. Und natürlich, ganz wichtig, die Armschienen, aber die haben wir schon. Okay. So. Haben wir den jetzt dran? Na, jawohl. Gut. Auf. Gibt es denn irgendwie einen Tipp, wie wir hier Hasen finden? Oh, da sind da schon Hasen. Okay. Wie nah können wir denn da ran? Mal ganz langsam rangehen. Und dann. Scheiße. Oh Mist. Okay, der haut jetzt ab. Oh! Voll erwischt. So. Muss ich den jetzt noch plündern hier? Hasenfleisch. Ich mache einfach mal immer alles nehmen. So. Erlegtes Wild ist eine gute Fleischquelle. Okay. Na, ist doch schön. Oh, ist das eklig. Das wird nichts. Okay, langsamer. Scheiße. Oh, hallo. Ah, verdammt. Los, komm. Ich muss mir Zeit lassen. Pfeile nehmen wir auf jeden Fall immer auf.
Die armen Hasen. Okay. Plündern. Alles nehmen. Okay, unsere Chance. Hit! Wie man beim Paintball sagen würde. Geplündert? Ja, habe ich geplündert. Okay. So, weiter, weiter, weiter. Was? Hasis, Hasis. Wo seid ihr? Da drüben. Treffer und versenkt. Okay, so. Nächster bitte. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Na. Ist denn hier irgendwie ein gewisses Gebiet oder so? Ich wette, der hat natürlich den krassesten Spot von allen, der Typ. Hat er auch gesagt. Darf ich ja bloß nicht wissen, wo er jagen geht. Ist denn hier auch mitten im Wald wahrscheinlich drin? Oder er auf den Wegen? Oh, da ist wieder einer. Ups. Ups. Ey. Was ist denn jetzt los hier? Echt jetzt? Okay, erstmal die Pfeile wieder aufsammeln. Oh, der ist zerbrochen, der Pfeil. Habe ich das richtig gelesen? Habe ich bestimmt deswegen nicht getroffen, weil der Pfeil zerbrochen war. Wo ist denn der scheiß Hase hin? Fuck. Da ist er. Okay, okay. Oh, wo ist er denn? Na, gut getarnt, die kleinen Viecher. Ech. Komm schon. Ups, und jetzt? Warum zieht denn der so hart nach links? Hä? Hab ich den nicht gerade voll erwischt? Gut, der war gerade schlecht, das kann ich selber zugeben, aber es lief doch gerade so gut. Aufheben. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit uns jetzt noch bleibt hier, ne? So, wo ist da hin, der Hase? Da. Ein bisschen langsamer laufen hier. Ich glaube, wir scheuchen den ja die ganze Zeit wieder auf, sonst. So, jetzt aber, komm schon. Ich sehe dich, Freundchen. Dankeschön. So, nächster bitte. Da hinten. So, ein bisschen langsamer laufen. Warten, bis er stehen bleibt. Sieht er jetzt nicht so wirklich, aber... Der ist doch da. Yes. Okay. So. Mal den Pfeil nicht mehr nehmen. Ist wahrscheinlich auch kaputt. Okay. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Hans hat wahrscheinlich schon 20 Hasen oder so. Aber macht Spaß, das Jagen. Ist cool gemacht. Na? Ich fand, der wollte doch auch noch einen Keiler haben, ne?
Mal gespannt, ob er mit einem zurückkommt. So, wir gehen mal wieder ein bisschen hier rein. Ein bisschen zurück. Ich hoffe mal, dass wir hier noch ein paar Häschen finden. Ich glaube, irgendwie eine gewisse Zone oder so haben wir ja nicht, ne? Nee. So, mal schauen, ob hier noch am Weg einer rumhuscht. Ich schätze mal nicht. Da unten. Alles klar. Na, bleib stehen. Na komm, bleib stehen. Bleib stehen. Na. Bullseye. So. Na, wo sind sie? Mal ein bisschen hier hoch. Aber hier ist schon echt schwer jetzt durchzusehen hier oben. Vielleicht sollten wir doch lieber da am Fluss, am Bach bleiben. Könnten bestimmt auch irgendwie Hans überraschen. Ich höre die ganze Zeit nämlich seine Hunde bellen, aber gehen wir mal nicht hin, sonst heißt es wieder Schummels oder sonst irgendwas. Was ist denn das? Eieiei. Haben wir die gerade verschreckt oder war das was anderes? Ich schätze mal, wir waren das. Das ist cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. So, ich würde jetzt trotzdem gerne noch ein paar Hasen finden. Da ist einer. Was ist das? Was war das? Wer ist er denn? Wollen wir den ansprechen? Ist das ein Feind? Was ist hier passiert? Was ist da oben? Was zum Teufel? Ein toter Händler? Was ist denn das? Losbinden. Binden wir den mal los. Was ist denn hier passiert? Okay. Reden können wir anscheinend nicht mit dem. Die wurden anscheinend überfallen, nehme ich an, die feinen Leute hier. Heinrich, schön, dass du da bist. Woher kennt er meinen Namen? Na gut. Lassen wir die mal. Wir haben nämlich eine Aufgabe. Und diese heißt Hasen. Ah Mann, jetzt haben wir den einen Hasen hier wieder aus den Augen verloren. Muss es doch noch ein paar Hasen geben.
jetzt auch gar nicht zu weit weg von diesem... Ist das ein Hase da vorne? Nee. Ah, Mist, 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 Mist. Komm schon. Wenigstens ein paar noch. Das sind einfach Steine. Guck mal, da oben ist der immer noch, der Typ. Ich wette, das ist der... Oh, da ist ein Hase gewesen. Oh komm, das nutzen wir aus, oder? Yes. Oh Mist, ich wette, das ist der Bandit da oben. Und wir haben ja jetzt... Ich weiß nicht... ach du Scheiße. Okay, okay, der will's wissen. Wo ist das Schwert? Da. Ach Mist, ey, wenn ich jetzt gegen den verliere, ich raste aus. Yes, komm schon. Jawohl. So, Gnadenstoß, Freundchen. Huh. So, hat er was Nettes beigehabt? Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit, die Groschen. Und dann würde ich sagen, so viel wie wir tragen können. Denn das können wir alles hier verkaufen, weil das ist ganz schön was wert. Kettenhaube. Das waren Kumane. Die Sporen nehmen wir mit und den Helm nehmen wir mit. Ach, scheiße, unser Gewicht. Mist. Okay, gut, wir gucken mal, was wir wieder rausschmeißen können. So, Hasenfleisch auf gar keinen Fall. Kettenhaube, was wiegt die denn? 4? Was ist denn hier so schwer? So, das haben wir an. Die Armschienen. Also ein Teil müssen wir auf jeden Fall wieder rausschmeißen, würde ich sagen. Erstmal nur mal überlegen, was. So, Rüstung. Die Kettenhaube gibt 300, die auf jeden Fall nicht, denn eher die Armschienen. Ne, den Helm. Der gibt am wenigsten. Okay, fallen lassen. Okay, wir müssen leider noch mehr rausschmeißen. Dann noch die Sporen. Obwohl, die nehmen gar kein Gewicht weg. Ach, ärgerlich, das können wir die nicht mitnehmen. Ja, gut, müssen wir wieder rausschmeißen. Warum bin ich denn immer noch so voll? Was ist denn? Das nimmt doch gar kein Gewicht weg. Können wir hier sortieren noch Gewicht? Ja. Unsere gepolsterte Rüstung ist so schwer. Ja, aber die brauchen wir doch. Schwierig. Schwierig, schwierig, aber wir müssen die ja dann wieder loswerden. Dann können wir den leider nicht looten. Na gut, müssen wir mal wann anders mal machen, um uns um Geld kümmern. Ärgerlich, aber ist nun mal so. Okay. Hasen, weiter. Achso, erstmal wieder. Schwert weg. Bogen raus. Einfach mal ein Bandit hier. Mitten in der Wildnis. Einen Händler haben wir wenigstens retten können. Na komm, raus hier. Fragt sich auch, wie viel Zeit uns noch bleibt. Seid ihr, wo seid ihr? Hm,
Komm schon, ein paar Hasen will ich noch haben. Aber ich muss auch mal rausfinden, wie viel Zeit bleibt uns denn jetzt eigentlich noch? Zu Geschichten mache oder. Naja, gut, aber. Wissen wir denn da was Genaueres? Die Wette beginnt, ich muss so viele Hasen mitbringen, bevor es Mittag wird. Ah. Mittag, okay. Eieiei. Haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Komm schon, okay. Fokus auf Hasen. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Muss da noch ein paar geben. Jetzt können wir ein bisschen woanders gucken. Da hinten was? Ne, sah so aus. Ach komm schon. Ein paar Häschen, bitte. Da ist der Bandit wieder. Waren doch gerade noch einige immer da, oder nicht? So, weil die plündern war da oben natürlich nicht, weil da steht ja noch ein Händler. Und wenn der das sieht, dass wir die plündern, rennt der sofort zurück und quatscht eine Wache an. Und dann haben wir ein Problem. Komm schon mal ein paar Hasen. Ey, ist da noch ein Bandit? Da ist noch ein Bandit. Also gehe ich mal von aus, oder? Ja, das ist noch ein Bandit. Wir probieren mal was. Oh, der hat ein Schild. Oh nein. Oh scheiße. Okay. Oh nein, ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay, Mühe geben. Okay. Wir haben gelernt. So einfach kannst du uns nicht besiegen. Okay, kurz Ausdauer. Und dann geht's weiter. Yes. Und Gnadenstoß. Huh. Töten wir ja hier mehr Banditen als Hasen letztendlich. Wie, was mache ich da? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wer quatscht denn da? Wer ist da? Wer ist da? Was ist das? Was ist denn jetzt Herr Rühm schon wieder los? Was hat... Was... Wer ist da? Na? Mal mit dem reden. Was macht? Meine Gebete wurden erhört. Was zum Teufel? Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Wer ist das dann schon wieder? Boah, was ist denn hier los, Mann? Ich wollte doch nur jagen gehen, Mann. Ich bin hier drüben. Ja, weiß ich doch. Boah, der scheint ein bisschen krasser zu sein. Mehr hast du nicht. Oh, fuck. Ey, na super geil, ey. Ja, bitte nicht. Okay, erstmal wieder Ausdauer. Verdammte Scheiße! Ah.
Mist. Boah, der hat uns voll erwischt. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, wegrennen. Der killt uns. Ich hab ihn vielleicht zweimal... Oh, scheiße. Okay, Freunde. Kann der mir nicht helfen hier? Ja, mir geht's gar nicht gut. Ah, so eine Kacke, ey. Wir können wahrscheinlich auch gar nicht fliehen. Scheiße. Kann ich einen Verband benutzen? Er hat noch Verbände bei. Anwenden. Ich blute nicht. Aha. Okay. Ich weiß nicht, ob wir entkommen sind. Auf jeden Fall ist die Musik ein bisschen harmloser. Okay, krass. Es ist auch schon Mittag. Eieieiei, wer war das denn? Ist sie denn noch irgendwo wieder das Camp? Wo war denn das Camp? Das war doch hier oben, oder? Oder war das das hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich gehe mal dahin. Reicht dir mit Jagen. Ja, das ist unser Camp. Ist Hans schon da? Hans ist noch nicht da. Okay, dann würde ich sagen, wir warten jetzt einfach hier auf Hans, weil das ist mir zu heiß. Ein paar haben wir ja. So, wir warten mal eine Stunde. Oh, war ja. Also zwei haben wir erwischt, aber der letzte, der war schon... Der hätte uns voll gekillt. Ich glaube, der hätte uns gekillt. Ein Hit noch und das wär's gewesen. Jawohl. Okay. Reden. Wie war die Jagd, Herr? Ah. Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Na super. Ey, ich hab doch gar kein Leben mehr. Kann ich nicht irgendwas nehmen, was ich... Ja, irgendwie Dörrfleisch, kann ich das... Bringt mir das denn auch was? Das hat halt Gesundheit 0. Hasenfleisch, warum ist da ein Stohlenzeichen dran? Auch 0. Oh, das ist gut hier. Das nehmen wir mal. Wie geht's uns? Ich glaube, der Balken steigt jetzt langsam. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt wieder auf die Jagd. Machen wir doch gerne. Oder? Das wreckt jetzt wahrscheinlich mein Leben ein bisschen, oder? Oh Mann, wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Jagdpfeil, 18 Stück. Muss ja noch reichen. Interessant. Wird auf jeden Fall eine etwas längere Folge, weil wir können das jetzt hier, glaube ich, nicht so einfach abbrechen. Außer wir kriegen jetzt hier natürlich einen Speicherpunkt oder irgendwas, aber wir selber können auch nicht speichern. Gut, mein Leben füllt sich ein Stück für Stück wieder auf, wenigstens. Aber ich glaube, das war gut, dass wir vor dem abgehauen sind. Das ist krass, auf jeden Fall. So, ich würde jetzt gerne einen Speicherpunkt haben. Aber ich glaube, wir müssen die Jagd noch durchziehen. Retterschnaps haben wir leider nicht mehr. Schweineteuerdes Zeug. Na gut, wir haben ja jetzt Hans dabei. Vielleicht, der kann ja auch gut mit dem Schwert umgehen, wie wir selber am eigenen Leib gespielt haben. Dementsprechend haben wir hier vielleicht ein bisschen Schutz mit dem.
falls der Typ jetzt hier nochmal kommt. Schauen wir mal. Ich hoffe es nicht. Aber er war ganz zufrieden, ne, mit unserer Ausbeute. Ein paar haben wir ja geschafft, auf jeden Fall. Wir hätten garantiert auch mehr geschafft, wären ja nicht die zwei Banditen gewesen und noch dieser komische Typ. Mit seinem Speer des Schicksals. Oder was das auch immer war, ey. Heftiger Dude. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Schätz mal, Wildschweine jagen oder so. Oh, da ist ja was. Ach, das will er nicht jagen? Okay. Na gut, wir folgen ihm. So. Sieh her, eine Sule. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Umhauen. Das wäre jetzt super geil, aber das lassen wir. Folge Herrn Hans. Okay. Da ist er. Keiler. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Zu Okay, jetzt ein bisschen leise, aber... Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem... Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Diese Schweine kommt uns nicht! Ach, jetzt darf ich auf einmal mitreiten. Oder auch nicht. Ey, jetzt bin ich hier allein im Wald, oder was? Spiel gespeichert. Okay. Das ist ja schon mal schön. Freunde, wir nutzen den Speicherpunkt aus, damit die Folge einfach nicht zu lang wird. Was ich noch sagen möchte, genau, schaut auf jeden Fall wieder bei Fly With Me rein. Life is Strange, Before the Storm, 3. Episode. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Gut. Ich hoffe, es hat euch soweit wieder gefallen. Schön, dass ihr dabei gewesen wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Freunde.